So, hallo und willkommen zu einer weiteren Runde von Minecraft. Und die Tür war noch auf. Aber ist egal. Wir waren ja letztens dabei, unser Haus zu Ende zu bauen. Das machen wir jetzt nochmal schnell. Dann haben wir es auch hinter uns. Cool, lauf hier bitte nicht da rein. Ich möchte dich nicht absichtlich töten. Komme ich da ran? Da nicht. Meint es anders? Komme ich zu euch rein? So, nach oben hin. So, die Ecken stimmen. Beziehungsweise die Ecke stimmt. Wie es mit den anderen aussieht, weiß ich gar nicht. Ne, hier fehlt auch nochmal die Ecke. Muss auch nochmal kurz rein. Schade, dass ich jetzt nach draußen gegangen bin. Aber ich meine, es ist eh Nacht. Da kommen gleich die Monster. Kann ich noch ein paar Level sammeln. Die beiden Seiten müssen hier weg. Muss ich kurz räuspern. So, das Glas kann ich leider nicht wegnehmen. Denn das sieht auch ein bisschen komisch aus, wenn ich das Glas jetzt wegnehmen würde und auf einmal die Ziegelsteine da sind. Da ist ein Werwolf. Da will ich gar nicht erst rein. Okay, das ging ja noch. Das Skelett sieht mich. Ich weiß gar nicht, ob mich das Skelett sieht. Wahrscheinlich ja. Aber es kann mich ja nicht angreifen, weil da ja ein Glas vor ist. Ich kann es natürlich zerstören oder ich warte einfach. Ich habe doch hier noch ein paar Holzdinger. Ich habe ja nur einen Versuch. So, geschafft. Jetzt müsste das beides zu sein. Und der Rest kommt am nächsten Tag, wenn keine Monster mehr da sind. Sind Monster noch da? Geht noch einmal nach draußen. Die kommen eh nicht hier rein. Der Creeper explodiert gleich. So. Der Zombie, keine Ahnung, was der will. Der läuft schon außen rum zur Tür, ja, natürlich. So schau ist der nämlich. Also ein Skelett. Jetzt sind die Monster auch noch zu nah, jetzt kann ich immer noch nicht schlafen. Hier war alles raus, ne? Ja. Ich habe jetzt wieder genug Kürbisse für die Suppen. So, es gibt immer vier. So, neue Suppen. Hier ist das Skelett irgendwo ja nicht. Da ist sogar ein Skelettpferd. Heißt das so, Skelettpferd? Oh, da ist glaube ich wieder so ein... Oh, ich glaube, da ist so ein Troll, der wieder die Blöcke nimmt. Da ist das Pferd. So, Werwolf, willst du was machen? Du bist ja wieder der Mensch, der bei Nacht zum Werwolf wird. Oder du brennst, nimmst ja auch Schaden normalerweise. Gut. Ich laufe jetzt schnell hier rein. Scheiße, er kommt nach. Aber er brennt ja immerhin. Aber er hat sehr viel Leben, glaube ich. Und ein paar kritische Treffer. Ich habe nämlich mal nachgeguckt, unsere Erfolge. Könnte man ja auch nicht mal erledigen. Töte mich bitte nicht. Ich habe zu viele Level. Du bist tot und ich habe einen goldenen Apfel bekommen. Cool. Mein Schwert hat natürlich auch sehr viel Schaden genommen. Ich habe sogar noch eine Axt bekommen. Aber immerhin, ich habe es überlebt. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schlafen kann. Da vorne war ein Slime. Habt ihr gesehen? Ich denke ja. Ja, der Slime ist im Wasser. So wie viele andere Tiere auch. Hier nimmt gerade einer Schaden. Und zwar das Pferd. Und solange das Pferd im Wasser ist, möchte ich es eigentlich nicht angreifen. Doch möchte ich. Zwei Knochen gab es wohl nur. Hätte mir mehr vorstellen können. Ist ein ganzes Knochenpferd. Das ist eigentlich doof mit Verbrennung hier zu arbeiten. Ich weiß gar nicht, ob das so gut ist. Weil ich verbrauche natürlich sehr viel vom Schwert. Eigentlich schade dafür zu verschwenden. Hier sind sehr viele Spinnen. Ich wollte eigentlich noch einen Monster-Spawner bauen.
Und dazu bräuchte ich, oder habe ich mir gedacht, einzelne Teile von dem, was man zusammencraften von den Monstern, dass man diesen Spawn einholen kann. Ich wusste aber nicht genau, wie man so einen Spawner bestimmen kann. Jetzt weiß ich's. Und ich denke mal, demnächst wird irgendwie noch eine Erweiterung vom Mod kommen, dass ich dann Monster-Spawner habe, irgendwie jetzt mir jetzt hinzufügen kann. Ein bisschen lustig ist hier. Ich glaube, du lebst nicht mehr. Dann bist du ein bisschen verbuggt. So, ich sollte aus über 50 Metern ein Tier töten, ne? Grafik. Ich meinte. Erfolge. Töte ein Sled mit einem Pfeil auf einer Entfernung von mehr als 50 Metern. Habe ich 50 Blöcke. Habe ich leider nicht. Da die Wasser sind, laufen eigentlich nicht weg. Ich müsste aber nur einen geraden Punkt finden. Guck's einfach mal. Ich bin. Ich muss bei den dann gucken. Minus 16. Ich sehe das denn nicht mehr. Ich kann das gar nicht so schaffen. Ich muss mich eigentlich hochbauen, von oben runterschießen. Weil das sind keine 50 Meter hier. Das hinten auch noch nicht mal. Das sind vielleicht 25. Weil ich hab's getroffen. Aber ich hab's ja nicht getötet. Deswegen muss man mal so zielen und zählen. Muss man irgendwann mal machen. Ich wundere mich auch, warum hier unten Gras wächst. Weil ich bin schneller als du beim Schießen. Ich frage mich, warum hier Gras wächst. Normalerweise unter Wasser. Denke ich mal, dass es Erde ist. Gut, ich kann hier noch einmal paaren. Soll ich eigentlich immer im Inventar lassen, die Dinger? Ich weiß nicht, ob ich alle hab. Wollt ihr euch rein? So. Oh, da muss ich fast niesen. Ich weiß nicht, ob man das gehört hat. Vielleicht schneide ich es auch raus. Mal gucken. Hier sind gar nicht mehr so viele erwachsene Kühe. Mein Haus ist auch. Nee, mein Haus ist noch nicht fertig gebaut. Gut, dass ich mich daran erinnert habe. Es geht ja nicht anders. Aber hier. Mal noch einmal so, so, so. Vielleicht soll ich das hier oben rausnehmen. Und das auch durch die Ziegel ersetzen. So, jetzt möchte ich eigentlich noch unten in die Höhle ein bisschen Redstone finden. Wie lange nehme ich denn schon auf? Ich habe noch ein bisschen, also ist es nicht. Haus ist eigentlich soweit fertig. Nehmen wir jetzt einfach nochmal die restlichen paar Suppen. Und dann gehe ich nach unten. Ich hätte es noch beinahe gesagt, ich gehe jetzt in den Keller. Wie man sieht, hier die. Und die haben noch nicht mal einen Kaktus in ihrem gesamten Dasein erschaffen. Kaktus ist eigentlich schon ein Kürbis. So. Ich habe alles. Jetzt kann ich mal nach oben. Brauche ich momentan nicht. Pfeile weiß ich jetzt noch, welche ich habe. Die Spalten können leer bleiben. Ich brauche jetzt nur ein bisschen Redstone. Fackeln. Sollte ich mir vielleicht mitnehmen. Vielleicht nicht verkehrt. 6 Stück sollten reichen. Ich müsste eigentlich irgendwie einen Seiteneingang machen. Wobei, ich kann die ruhig so lassen. Der irgendwie da rumgeht. Ich habe noch einen Zaun. Nee. Dass ich da irgendwie durchkomme hier. Ach, der hat jetzt auch einen Kürbis. Habe ich mal mitgenommen. Kann zwar nicht, ich habe zwar keine Suppe mehr, habe zwar Holz, kann ich benutzen, falls mir irgendwie was ausgehen sollte hier unten, zum Beispiel ein bisschen verfackeln noch oder so, kann mir gerne was Neues craften. Und was immer das für ein Sound war, ich weiß es gar nicht, ich möchte es glaube ich auch gar nicht wissen. Hier hätte ich hoch muss, das wusste ich doch beim letzten Mal nicht. Ich glaube, hier muss ich lang, oder? Nee. Hier muss ich nicht. Hier ist ja das Kreuz. Ich muss hier lang und das ist ein Creeper. Und das war ein bisschen knapp. Aber ich habe es trotzdem geschafft. So. Deine Sachen nehme ich noch mit. Pfeile kriege ich ja auch immer wieder, wenn ich ein Skelett töte. Eigentlich muss ich ja hier runter.
Hier gibt es auch noch, glaube ich, ein bisschen Kohle. Weiß nicht, ob ich runter musste. Doch, musste ich. Hier gibt es Kohle. Das holt mir irgendwie nochmal irgendwann. Ich muss nochmal ein bisschen weiter runter. Hier ist Obsidian. Habe aber leider keine Diamantspitzhacke mit. Und dann kann ich mich hier wieder ein bisschen lang graben. In meinem Gang. Eventuell finde ich ja wieder ein paar Diamanten. Habe ich überhaupt einen Gang gegraben? Weiß ich gerade gar nicht mehr. Beziehungsweise, ob ich Gänge gegraben habe. Glaube nicht. Glaube ich, habe ich irgendwas anderes gemacht. Bin 11. Ich grabe mich jetzt einfach hier ein bisschen rein. Eventuell habe ich Glück und finde gleich wieder Diamanten. Oder ich finde ein bisschen Redstone. Letzteres ist natürlich besser, weil ich das auch brauche. Ah, okay, ich bin jetzt also hier wieder im Gang. Einmal im Kreis gelaufen. Ich meine, damals wusste ich, dass ich hier rumlaufe. Und dass ich, im Kreis laufe. Habe ich nicht irgendwo schon einen Schacht gegraben, wo ich mich reingegraben habe oder so? Ich war immer der Meinung, ich habe schon irgendwie so einen Schacht. Deswegen weiß ich gar nicht. Nochmal ein bisschen genauer. Wenn mal, ich habe schon irgendwo mal einen Schacht gehabt, wo ich mich durchgegraben habe. Wo ich auch Diamanten gefunden habe. Hm. Sehe aber gerade nicht wo. Es muss hier unten gewesen sein, weil. Und jetzt habe ich mich bestimmt nicht reingebaut, aber hier war doch noch etwas, wo ich lang gehen konnte. Ich glaube, hier war nichts mehr, ne? Sieht schon ziemlich ausgeleuchtet aus. Hier habe ich, glaube ich, alles rausgenommen. Oder ging es hier noch weiter? Ich glaube aber nicht. Ich höre auf jeden Fall Monster. Auf jeden Fall, das war auch in den letzten Parts erst, wo ich hier war. Das war damals noch nicht. Ne, hier war nämlich nichts mehr. Ist auf Kohle. Weil ich irgendwann mal alles mitnehmen wollte. Kommt vielleicht demnächst. Hallo Zombie. Bist du hier reingekommen? Fällt durch das Loch hier. Wow. Da ist irgendwas runtergefallen. Scheinbar eine Spinne. Aber hier habe ich doch auch keinen Gang gegraben. Irgendwas ist doch hier noch. Da ist ein Zombie. Aber als würde der die Geräusche machen. Ich glaube, ich soll mal den anderen Gang lang. Ich will es nämlich jetzt wissen. Und sonst werde ich das einfach einblenden, wie ich hier was mache oder so. Oh, schon wieder ein Zombie. Da war noch ein bisschen Eisen, aber egal. Ich glaube nämlich gar nicht, dass ich hier war. Ich habe da eigentlich Gänge gegraben. Aber war das wirklich hier? Weil wenn ich hier drüben schon alles hätte, würde ich hier wieder ein Kreuz machen. Ich weiß nämlich überhaupt nicht. Nur hier ist nichts, dann mache ich doch einfach ein Kreuz hier. Weiß ich, dass ich hier nicht mehr hin muss. Oder war ich in der anderen Höhle irgendwie reingegangen? Das kann ich jetzt überhaupt nicht mehr sagen. So, hier war ich. Muss ja unten gewesen sein. Entschuldigung, dass ich wieder hochlaufe und so. Ich habe noch einen Augenblick. Eventuell schneide ich hier was raus oder beschleunige es. Wenn ich hier so rumlaufe, als wüsste ich nicht, wo ich hin muss. So viele Monster. Das sind ja zwei Zombies, sind nicht so viele. Aber mich wundert, wo die alle herkommen. Vor allem hier liegen so viele Knochen schon. Ich bin jetzt einfach hier. Und grabe mich einfach irgendwo wieder rein. Ich grabe mich jetzt einfach hier durch. Irgendwo werde ich schon wieder rauskommen. Auf Höhe 11 sind Diamanten, Redstone, alles hier. Da ist zum Beispiel schon ein bisschen Eisen. Ups, falsche Taste. Die liegen eh anders. Eisen, ich habe überhaupt keine Rüstung, merke ich gerade. Deswegen nehme ich mal ein bisschen Eisen mit. Auch wenn ich vielleicht gleich noch eine Spitzhacke wieder brauche. Also jetzt ist man so auf der Suche nach Redstone. Jetzt findet man nichts. Ich
glaube nicht, dass ich irgendwie jetzt sowas finden werde, wenn ich mich hier reingrab. Kommt eher zufällig, wenn ich irgendwie in der Höhle bin oder so. Deswegen soll man eigentlich eher gucken, ob ich irgendwo eine Höhle finde. Statt mich hier durchzugraben. Hier ist ja meistens nur Stein. Muss mal gucken, ob man aus Stein auch irgendwie noch ein gutes Crafting-Rezept rausbekommt. So, ich kann mich jetzt auch noch hier durchgraben. So stichprobenartig. Oh, ich habe Redstone. Das war gut. 1, 2, 3 Blöcke. Guck ich nochmal hier. Hier vielleicht noch ein bisschen was ist. Ne, hier ist keiner. Oder hier ist keins. Guck ich hier nochmal rein. Ich glaube nicht, dass weil sowas hier das ist, wo schon irgendwie Stein sein. Ich glaube nicht, dass zwischen diesen Andasit und sowas alles. Oder Anthrasit oder so. Da auf diesen Graniten sowas. Dass da irgendwie ein bisschen Redstone ist. Kann mir nicht vorstellen. Ich frage mich ja, warum ich hier keinen Redstone mehr finde. Eigentlich ist es häufig. Mein Spitzhack ist gleich kaputt. Ich habe auch keine neue. Ich habe allerdings eine Workbench. Ich habe Stein. Und ich war so schlau und habe mir keine Kohle mitgenommen. Verbrenne ein paar Zäune. Ich hab's ja. Dass ich echt keine Kohle mitgenommen habe, kenne ich gar nicht von mir. Oder dass ich keine Kohle abgebaut habe. Normalerweise baue ich immer ab. Aber da vorne war ja noch was. Und irgendwas werde ich bestimmt beschleunigen. Weil, ja, sonst lohnt es sich ja gar nicht runter zu gehen. Habe zum Glück ein bisschen Redstone, kann man auch nicht zusammencraften, zumindest nicht so. Ich weiß, was es anders geht. Aber der Zaun hält echt lange. So, nur kurz was trunken. Jetzt zusammencraften. Weiter kann es gehen. Wenn die kaputt ist, werde ich wahrscheinlich aufhören. Oh oh, ich sehe da so ein komisches Monster wieder. Hier sind nämlich sehr viele kleine Monster, zum Beispiel Spinnen und so. Aber dieses Monster, das Monster, was die Blöcke auf einschleudern kann, ist ja gerade was in die Luft gesprengt, deswegen schnell schlafen gehen, wird das despawnt. Ich möchte gar nicht, dass es mich sieht. Na, ich bin jetzt angekommen, das Quadrat mache ich glaube ich im nächsten Part. Würde ich sagen, war es für heute. Müsst ihr wirklich Scheiben reinbauen. Lasst doch eine Bewertung oder ein Abo da, vielleicht auch beides. Dann sehen wir uns morgen. Bis dahin. Und tschüss.